Herzlich willkommen zum Player View von Mario Gomez Inform. Ja, Mario Gomez Inform ist ja schon ein bisschen länger draußen. Ich habe gedacht, Mario Gomez ist eigentlich einer der besten deutschen Stürmer. Und ich gedacht, ja, dann müsste ich eigentlich schon mal testen. Habe da auch richtig Lust drauf gehabt. Und ja, deswegen dürft ihr ihn jetzt angucken. Ja, dann zu ihm. Er ist 27 Jahre alt, 1,89 Meter groß und seine Position ist Stürmer. Sein starker Fuß ist der rechte und seine Arbeitsreihe im Defensiv ist Medium und seine Arbeitsreihe im Offensiv ist auch Medium. Sein schwacher Fuß hat 4 Sterne und seine Skill Moves haben 3 Sterne, was wieder nicht so überragend ist. Ja, auf der Xbox kostet er 99.000 und auf der PS3 kostet er 95.000, genau. Ja, die Preise sind schon ein bisschen teuer, aber wer es sich leisten kann, würde ich sagen, ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Ja, dann jetzt mal zu ihm. Was sind meine Erfahrungen, was sind meine Meinungen? Ja, Mario Gomez ist natürlich ein brutaler Spieler, der einen richtig guten Abschluss hat, der auch wirklich treffsicher ist. Wenn sieht man auch in der Bundesliga, er trifft einfach alles. Jetzt stolpert den Ball immer sehr gut rein und ist einfach richtig stark bei ihm. Genauso wie sein Durchsetzungsvermögen, er geht einfach durch, kommt nicht so schnell ins Fallen und es ist einfach auch wirklich gut bei ihm, dass er einfach so durchkommt und seinem Körper einfach da durchsetzt. Ja, dann natürlich sein Kopfball ist auch richtig überragend mit 1,89 Meter. Jetzt nicht der größte, aber auch nicht der kleinste. Und man sieht ja in der Bundesliga, dass er einfach wirklich überragend ist. Also die Flankenbälle, wenn einer auf ihn kommt, die sind meistens wirklich drin. Und man kann einfach da nichts machen. Ja, noch positiv ist sein Dribbling. Was auch wirklich sehr gut ist, aber wenn er nur 3 Sterne hat, aber wirklich mit seinem guten Körper kann er sich einfach gut durchsetzen, kann einfach an den ganzen Spielern vorbeilaufen und die Dinger einfach reinschieben und das ist wirklich auch sehr, sehr gut. Ja, dann das Negative ist eigentlich, ja, nicht unbedingt negativ, aber sein Pace ist einfach nicht überragend. 77 Pace ist nicht übertrieben schnell, aber auch nicht übertrieben langsam, also es geht noch langsamer. Es kommt, ja, in manchen Situationen echt ein bisschen langsam rüber. Und das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Dann ein großer Nachteil ist einfach seine Arbeitsreihe mit Medium. Er steht einfach nicht unbedingt immer vorne, sondern steht halt dann mal im Mittelfeld. Und ja, das ist nicht so überragend. Das müsst ihr eigentlich berücksichtigen. Und das halt auch so ist, dass ihr Gomez wirklich eigentlich vor das Tor spielen müsst. Da er eigentlich lieber so einer ist, der einfach dann im Strafraum den Ball kriegt und dann einfach die Bälle abzieht. Ja, das ist meine Meinung im Großen und Ganzen zu Mario Gomez. Ich sehe jetzt hier noch den letzten Elfmeter mit ihm. Dann kommen wir auch schon zu meinem Fazit über Mario Gomez in Form. Ja, meine Meinung nochmal. Also, Mario Gomez hat einen sehr guten Abschluss. Kann sich richtig gut durchsetzen mit seinem guten Körper, weil er auch groß ist, hat ein richtig gutes Kopfballspiel, kann gut die Vorlagen nochmal im 16er einfach mal rüberlegen, wenn er nicht zum Schuss kommt und kann auch natürlich gut dribbeln, da er einfach flexibel ist, auch wenn er nur 3 Sterne hat, kann er wirklich gut durchgehen durch die Verteidigung. Und einfach mal den einen oder anderen einfach mal so wegmachen. Ja, dann wirklich seine Arbeitsraten sind ein großer Nachteil. Dann halt sein Pace und dass er halt wirklich nur 3 Sterne Skillmoves hat. Manche sagen, ja, 3 Sterne reichen vollkommen. Manche sagen, nee, es ist ihnen zu wenig. Also müsst ihr selber wissen, ob ihr Mario Gomez wollt oder nicht. Ihr wisst jetzt meine Meinung. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde ihn ein richtig guter Spieler. Ja, wenn ihr jetzt noch ein anderes Shirley-Review sehen wollt, dann guckt mal unten auf den Link. Da habe ich euch das andere Shirley-Review auf meinem Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus. Bis dann.